der letzten Episode. So, wie sieht's aus mit Batterie hier? Auch nichts, okay. Also merke, wenn Kanadier ihre Autos abstellen, naja, jetzt kriegt man aber eingeschenkt hier. Noch mehr Streichhölzer. Wenn Kanadier ihre Autos abstellen, dann nehmen sie die Batterien mit. Hey, lass die Hertha in Ruhe. Blutverlust, ja, der Hammer. Ja, komm, hallo. Hertha, jetzt hilf mir doch mal. Ich wüsste jetzt halt auch gern, was der Bär macht. Toll. Ist wir zwischen Bär und Borke oder was? Ja, guck mal. Brauchst halt zwei Schuss. Hast relativ viele Energieregel dabei, Junge, wenn du das Bescheid weißt. Hast dich leicht getrunken, ist ja super. Das mache ich beim nächsten Wiegetag, mache ich das auch. Trink vorher ein Liter Wasser, dann werde ich leichter. Und so geht's weiter, hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 20. Die Hertha sitzt schon wieder. Wir sind im Haus oberhalb des Küstenorts. Im Küstenort haben wir uns vorrangig in der letzten Folge aufgehalten. Nein! Tut es nicht, Junge. Vorrangig halt zerlegerisch und, also töterisch und zerlegerisch. Doch mal Skischuhe. Jetzt haben wir die schon zum zweiten Mal hier gefunden. Eine in der Bronze und eine hier. Das ist ja der Hammer. Na gut, aber das macht in Kanada ja auch Sinn. Das auf jeden Fall. Don't wanna run out of water. Apropos, zwei Liter, ne, das reicht nicht. Ich glaube, da haben wir nicht genug dabei. Nein. Okay. Dann brauchen wir so schnell doch erstmal kein Wasser. Warte mal, wir schauen nochmal unters Bett. Aber hier sieht es auch sauber aus, okay. Ein Generation Zero kannst du ja elegant über das Geländer hüppen, hier nicht. Ja, Hertha, was hast du in deiner Küche gemacht? Hm? Hast du wieder Hundefutter gefunden? I think I can use this. Echt? Ah, schöne Himbeerfarbe. Hm? Okay. Da ist nichts drin. Excellent. Die ist relativ gut tatsächlich. Noch mehr Wasser. Okay. Noch ein Energy Drink. Okay. Ach so, ach, was ich noch machen wollte. Stimmt, das habe ich jetzt voll vergessen. Sorry. Excellent. Ich wollte eigentlich mal schauen, wie das jetzt ist mit Bier und Schnaps. Jetzt haben wir das leider im Anglerlager. Naja, nochmal Altmetall. Und eine Schachtel Kakao. Ohne Marshmallows, wohlgemerkt. Hm. Ist anscheinend in Kanada ein Problem. Heart and Soul. Hope nobody needs this anymore. Langkornreis. Der Originale. Ah, guck mal, gegart sogar. Mag ich ja gar nicht. Mit Reis kann sie mich echt jagen. Ach, toll. Ich sag's noch. Hilfe, Hertha. Ich finde hier überall Reis. Was ist mit mir los? Ja, das war jetzt nicht so wahnsinnig ergiebig, okay. Vor allem kein Wein und kein Bier. Und schon gar kein Schnaps. Oh ja, da beginnt es zu schneien. Ja, der Basmati-Reis, also hallo, ich würde hier gerne auch wieder raus. Hallo. Ja. Wenn der nach Klebreis-Methode gegart ist, okay. Dann esse ich den aber. Alles andere, nein, danke. So, mit Wildreis probiert. Der ist mal ein bisschen nussiger und leckerer, aber das ist trotzdem nicht meine Welt. Wobei das, also wenn du Energie brauchst, also wenn du jetzt zum Beispiel wandern bist oder so, also mehrtägige Wanderung, nicht so ein eintägiger Hike, dann ist Reis, speziell wenn das jetzt so Schnellkochreis ist, halt besonders gut. Weil du halt relativ viel Energie für das bisschen Gewicht halt bekommst. Schmecken tut es aber deswegen für mich noch lange nicht. Ich bin eher der Kartoffelmensch. Komm, renn mal da hoch. Ja. Was ist denn hier oben? Hm? Zerbrochene Haxen. Okay, alles klar. Dann rennen wir wieder runter. Ich weiß auch gar nicht, wo die Hertha wieder ist. Übrigens relativ kalt, gell? Wenn du Bescheid weißt. Das ist echt ein kalter Tag. Ja, minus 20 Grad. Das ist halt schon nicht unerheblich. Halt. Das. Ja, die Wölfe, die enden hier nie. Das denkst der Hirsch auch, deswegen ist er auch eher hier oben.
Ich habe keine Ahnung, wo die Hertha ist. Ah, da. Okay. Ah, die ist noch auf dem Eis, okay. Ja, sollte man schon wissen, wo die Feinde sich aufhalten. Ja, ich wollte es jetzt eigentlich mit dem Abkochen eher vorziehen, aber da das Wetter jetzt nicht so günstig ist, dann gehen wir halt doch jetzt erstmal durch die Häuser. Müssen es mit dem Abkochen erstmal verschieben und sammeln vielleicht hier ein bisschen Holz unterwegs. Das bringt es wahrscheinlich eher. Dann soll ich auch durchs Fenster einsteigen. Kannst du mal probieren. Ah, da drüben liegen auch noch Stöcker. Ja, ich habe das gerade an der Fahne gesehen. Warte mal, hier ist Kondensmilch. Ja, 10%. Ich weiß nicht, ob du da so viel davon brauchst. Das mit der Framerate in dem Spiel, das ist auch nur so ein Theoretikum irgendwie. Ah ja, guck mal. Schwer. Gibt nicht viel Wärme ab, brennt aber lange. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Die Brenndauer, nicht so die Brennhitze. Too heavy. Naja. Der Spruch ist wichtig. Naja. Kartonstreichhölzer, noch mehr Wasser. Ein Teppich, okay. I'm just out of this stuff. Ja, wir haben es halt abgelegt, Junge. Natürlich bist du da. Da ist das alles weg. Ich habe ja gar kein Essen mehr. Nein, können wir nicht, Junge. Plang, plang, plang. Tja, die Häuser sind hier leer. Geräumt. Naja, jo. Kein Spruch dazu, Junge. What have we here? Ein dünner Wollpullover. Oh, guck mal, eine zweite Thermohose. Das ist ja nicht schlecht. Ja, wunderschön. Wahrscheinlich derjenige, der seine Batterien immer mitnimmt. I need more of that. Ja, also ist mir in Alaska aufgefallen, dass die Leute alle vorne am Auto einen Stecker raushängen haben. Oh ja, müssen hier mal durch und Wasser sammeln, wenn das Wasser ausgeht. Lass mir das erstmal überall drin, dann merkt man sich das leichter. Ja. Nächstes Haus, würde ich sagen. Weil irgendwie ist auch eher durchschnittlich. Ja, die haben halt die Stecker halt vorne. Ja, okay, gut. Ich gehe einfach auf die andere Seite und hol mir mal die Stöcke. damit die halt die Batterie laden können. Beziehungsweise eigentlich nicht die Batterie, sondern den Motorraum. Können die damit halt vorwärmen. Dass du sozusagen nicht den Motor startest, wenn das Öl halt noch kalt ist. Oh ja, Blizzard. Das geht jetzt aber ratzfatz hier. Da hat sich das Thema Wolf auseinandernehmen auch erstmal wieder erübrigt. Irgendwie schon. Ja, weil wenn du da minus 40, minus 50 Grad mal hast im Winter, das ist jetzt auch nicht Dauerthema, das ist jetzt auch nochmal so eine Kältewelle, die dann durchzieht, wo es besonders kalt ist und normalerweise ist es eher so, ich denke mal so minus 20 oder so. Was auch immer noch kalt ist, aber das ist immer noch ein Unterschied zu minus 40. Naja. Hi. Schuhe. This will come in handy. Total. Ein gefrorener Energy-Drink, echt. Ein Topf, super. Dann können wir ja richtig schnell kochen, Junge. Noch mehr Cornflakes. Ja, da fehlt halt nur die Milch, aber wir können Kondensmilch. Ist übrigens auch extrem lecker. Wer von euch hat schon mal Cornflakes mit Kondensmilch gegessen? Just out of this stuff. Das stimmt nicht, Junge. Wir haben schon welche dabei. Die haben wir im anderen Haus gefunden. Nämlich das oberhalb des Örtchens. I think I can use this. Quatsch. Willst du es noch anziehen? Du sagst ja wahrscheinlich, es ist einfach so kalt. Das ist auch völlig egal, was ich anziehe. Dann kann ich auch das leichtere Zeug anziehen. Hertha. Excellent. Ja, so sieht's aus. Ja, das Wasser. Okay.
So, dann steigen wir einfach über die Hertha drüber. Dann passt das ja auch. So, ach guck mal, was da steht. Ein Benzinkanister. Should come in handy. Okay, dann gehen wir erstmal in die Quonset zurück. Wenn das der Fall ist, dann legen wir gerade mal ab. Ah, hier ist sogar eine Batterie. Not gonna be able to carry this load for much longer. Lustig, es ist bei 100% echt krass. Haben die den Zustand verloren oder ist das nur Zufall? Ja. Ich glaube, das ist nur Zufall. Excellent. Ja, dem sein Auto war das. Maha. Da hinten irgendwas. Sieht nicht so aus. Ja, da wollen wir reingehen. Naja, guck mal, wie schnell wir sind. Gear is slowing me down. Ja. Wie ist denn das? Naja, guck mal, wunderschön. Kaputte Schüssel. Kannst du das zerlegen? Benötigt Bügelsäge. Okay, dann legst du halt nur ab. Legst es mal da drauf. Futter, Junge. Ja, da gucken wir gerade mal durch. Achso, nee, falsch. Wir sollen das erstmal damit machen. Ja. Cornflakes. Cornflakes mit Kondensmilch. Ach, das sind 8 Packungen. Ah, das müssen wir auch mal kochen. Ich habe so viel noch zu tun. Das ist schon krass. Okay. Da ist relativ viel Gutes dabei tatsächlich. Und dann auch wieder so ultramatschiges. Achso, die 2 Fischchen noch. Okay. I'm kind of thirsty. Halt, Kleidung ist hier. Ja, du kriegst gleich was. Wir legen jetzt erstmal ab. Aus oder was auch immer. Na ja, wunderschön. Ach so, stimmt, wir haben jetzt noch eine Thermounterhose an, deswegen ist jetzt einfach mehr. Hier belegt. Holz kommt woanders hin. Hier haben wir jetzt nichts Neues, also ein Verband, glaube ich, haben wir bekommen. Wir brauchen das Brecheisen. Genau, das bleibt erstmal so und dann... Ja, genau, das ist anderes alles Holz. Ach, dann nehmen wir einfach das nächste Fach. Einfach erstmal rein. Das da. Dann trinkst jetzt was. Halt Wasser natürlich, keine Messer. Oh, ich kann Messer schlucken, yes. Kriegst du das auch leer? Wahrscheinlich nicht. Schönes Blau und schönes Rosa. Da müssen wir die beiden mal behalten. Sagte er, bevor er sie ablegte. Ja, wir werden natürlich jetzt nicht explizit danach gehen. Gewicht. 15 Kilo, okay. Ja, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Dann können wir eigentlich direkt wieder raus, fast. Das dahin. Okay. Dann warte ich mal ganz kurz warm. Hertha wollte sich gerade hinlegen. Stand hier im Terminalfenster. Hat es nicht geschafft. Vielleicht ist da gar nichts drin. Doch. Ein umständliches Feuerzeug. Da vorne ist wieder ein Schokoriegel. Das stimmt allerdings. Ja, jetzt nimm's doch. Warum kommst du nicht ran? Meine Arme sind zu kurz. Kannst du dich auf den Sitz setzen? Nö. Jetzt kommst du ran, okay. Okay. Dann geh mal rein. Okay. Alles leer. Spitzenversicherung. Guck mal, noch mehr Kekse. Ja, auch die haben wir abgelegt. Kai's Cornflakes. I need more of that. Oh. Made from the richest maple syrup. The sweetest honey, was?
Ahornsirup. Honey Infused Canadian Syrup. Aha. Mit Honig versetzter Ahornsirup. Was stand da drauf? Köstliches Ahornsirup. Das musste es. Was? Das musste es hier einfach geben. Ahornsirup wird niemals schlecht. Echt? Ah, das ist ja wieder so ein 100%-Ding. Das ist ja cool. Just out of this stuff. Just what I need. Ekefscher. Ja, also wer seinen Kaffee in der Mikrowelle warm macht, dem will ich aber auch nicht befreundet sein. Thank goodness. Noch eine Tug, alter Schwede. Da haben wir hier in der... Ah ja, jetzt gibt's ein bisschen Holz, okay. I need more of that. Kekse, Junge. Was sagst du zu denen schon? Nichts, gut. Was soll ich dazu sagen? Und hier ist mal ein liegender Streichhölz. Okay, Schlafzimmer. Excellent. Die mir auch Open Door Policy. Hm. Immer schön alle Türen offen. Naja, ist aber nichts, okay. Ja, da ist einiges an Wasser drin. Handtuch. Chinesienfackel, dann sind wir hier schon durch, echt. Ist auch wieder nicht so wirklich viel drin. Halt! I can use this later. Gut. Hast erstmal genug zu trinken. Gott, alles klar. Okay, ja, die Häuser da hinten, die sind alle kaputt. Um also gar nicht rüber zu gehen. Das sind nur Autos, aber da, das sehe ich jetzt so nicht. Ah, hier gibt es noch jede Menge Holz. Ja, da muss man sich mal ja vergreifen. Willst du noch mal einsteigen? Echt, da sind noch ein Sweatshirt drin gefunden. Ist ja lustig. Ein Verband, das ist super. Handschuhe, war es nichts drin. Okay, alles klar. Ja, dann ist hier nicht mehr drin. Auf die Hube kann man nicht drücken. Wahrscheinlich ist keine Batterie drin. Hinten ist nix, vorne ist nix, oder? Hab ich das falsch gesehen? Nö, vorne ist nichts. Thank goodness. Außer eine Energieregel. So, was haben wir im Kofferraum? Hm? Nichts, das ist doch klar. Achso, hab ich eigentlich... Ne, hab ich nicht. Kann ich gar nicht im Kofferraum gucken. In den Kofferraum. Im Frank, wie es ja so schön heißt beim Elektroauto. Elektroauto ist ja eigentlich so, dass du kannst den Motor theoretisch direkt, quasi direkt ans Rad klemmen. Also vier Motoren drin. Und dann gewinnst du natürlich im Motorraum von klassischen Benzinern Platz. Und im Englischen heißt ja der Kofferraum hinten, heißt der Trunk. Und weil der vordere Kofferraum keinen speziellen Namen hat, nennen sie ihn halt Frunk wegen Front. Also vorne Front und Trunk für den Kofferraum. Frunk. Also Frunk geschrieben. So, Hertha, wo bist du eigentlich? Das fragt man sich schon. What have we here? Skihandschuhe. So, ah, guck mal, geil. Kovichan-Pullover, das ist super. Welchen ziehen wir da aus? Den ziehen wir aus. Ah, oh, schön warm, Junge. Aber das ist, glaube ich, echte Wolle, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. I'm just out of this stuff. Oh, das leckere Hundefutter. Ja. Thank goodness. Und das Katzenfutter dazu. Hast du irgendwas dabei, Junge? Oder ist das nur? Nö. Teppich halt. Magnesiumfackel. Ja, komm, nimm die mal gerade mit. Da draußen tobt ja eh ein Blizzard, also von daher, da kann man sich ruhig erstmal drin auch ein bisschen aufhalten. Ah, jetzt tönt es sogar wie ein Blizzard. Hat aber lang gebraucht. I could use this. Nein. Können wir nicht, Junge. Ich bin auch froh, dass wir das nicht können, das wäre nämlich schon lange drüber. So, da hinten ist nichts. Socken, Junge. Ja, das ziehen wir natürlich an.
So, das heißt, wir haben jetzt bis auf hier oben alle Felder dann belegt. Gut. Ja, dann sind wir tatsächlich auch hier fertig. Du kannst immer noch hier langlaufen, ist ja super. Ja. Ich bin abgestürzt. So, dann gehen wir erstmal hier hinten hin. Hier ist aber nichts. Thank goodness. Die Limo am Klo. This will come in handy. Wassertabletten. Ja, warum nicht? Thank goodness. Gott sei Dank. Auch was zu essen. Ein Hauch von Öl. Noch ein Topf, super. Und eine Dose. Noch mehr Kakao. Sehr schön. I need more of that. Oh ja, lecker. Lecker Salzkrieger, Junge. Hm, da ist wohl nichts drin. Just out of this stuff. Noch mehr Orangenlimo. Für den feinen Herrn. Okay. Excellent. So. Muffig schmeckt es am besten, oder was? Nur olle Kekse sind gute Kekse. Sonst haben wir ja nichts. Das Haus war jetzt tatsächlich recht ergiebig. Warum war es denn jetzt nicht drin, Hertha? Okay, und das dürfte dann das letzte Haus sein in der... im Küstenort, meiner Meinung nach. Ich denke schon. So, da haben wir noch eine Limo. I need more of that. Ah, so langsam wird es tatsächlich dem Herrn auch mal zu schwer. I'm just out of this stuff. Aha. Just what I need. Can't have too much water. Oh, guck mal, lecker Weißbrot. Ja, das mag auch nicht. Honigmüsli. Tja, wir brauchen mehr Kondensmilch, ich sehe das schon. Kühlschrank waren wir schon dran. Alles klar, noch eine Wasserflasche. Too much stuff to carry. Ja, wir nehmen das aber trotzdem mit, Junge, dass du Bescheid weißt. Nein. Zeitung und Öl. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir drunter gucken. Da ist aber nichts. Da liegt wieder was zum Feuer machen. Ja, Hertha. Der Home-Trainer-Ersatz für dich oder was? So eine Ecke. I think I can use this. Ja, wie viel Füße hast du denn? Hm? Oder willst du es der Hertha geben? Braucht man nicht, alles klar. Noch mehr Wasserflaschen. Eine Sportweste. Ja, was auch immer. Okay, ich glaube, wir sind durch alle Häuser durch. Ja, dann, was sagt denn der Tag? Dem geht's eigentlich noch ganz gut. Ich guck gerade mal rein. Toll. So viele Xe hier. Wollen wir schon was zu rupfen oder gehen wir erstmal rüber? Wir rupfen erstmal was. Vielleicht legt sich das mit dem Blizzard hier noch. Ah. Ist ich nicht sicher, okay? Dann können die auch noch weg. Ja, jetzt hat es aufgehört, alles klar. Gut, dann können wir uns noch um den Wolf kümmern. Oh ja, nee, heute kümmere ich mich nicht mehr um den Wolf. Das ist dann doch zu lange her. Ja, jetzt liegt ja einer da drüben. Hm. Okay, trink erstmal Wasser, Junge. Wo haben wir denn am wenigsten drin? Die Flasche und die Flasche hier. Lustigerweise... haben wir eigentlich schon mal wieder eine große Flasche gefunden? Oder gibt es jetzt nur noch die kleinen Flaschen und die Flaschen? Ich weiß es gar nicht. Was ich von der Mod halten soll. Mal gucken. Wenn da jetzt ein Bär auftaucht, dann lassen wir das vielleicht. Sag euch der Tag. Oh Gott, es ist schon wieder so spät. Ja, der Bär taucht da auf. Okay, alles klar. Dann gehen wir zurück. Das mache ich dann nicht. Dann kümmern wir uns um den Wolf noch im Ort. Und ja, Holz. Holz ist immer noch das Problem. Ja, das reicht immer noch nicht. Wir brauchen viel mehr.
Aber hier gibt es genug Holz in Form von Stöcken. Halt, warte mal, bleib mal stehen. Temperatur ist jetzt nämlich auch abends ein bisschen gnädiger als morgens. Da hat sich wahrscheinlich der Blizzard angekündigt, oder was? Weil es so kalt ist. Ich muss das mal beobachten. Also wirklich so ein Blick für Blizzard habe ich irgendwie noch nicht. Tja. So. Einmal Beil. 25 Minuten. Okay, direkt raus. Und der Rest mit dem Messer. Ja, da war es ja schon wieder bei dem Tag. Es windet recht stark, Junge. Das war's mit dem Tag. Ja, war halt mehr so ein Indoor-Tag heute. Und das mit dem Kochen wird auch nicht besser. So, gerade nochmal gucken. Hier ist aber anscheinend nichts in dem Traktor. Kannst auch hier raus. Gott, und nur? Gott. Das ist ja ein super Ausgang. Das ist ja der Hammer. Ja, Junge, du hast schon wieder Durst. Wir haben genug Wasser dabei. Ja, so viel Zeug dabei. Ist immer ganz dick. Eieiei. Junge, Finsternis kennt keine Grenzen. Naja, ob das jetzt unbedingt besser ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Aber gut, es hilft zumindest etwas. Ja, hier sammeln sich wieder die Wolfspelze. Das ist im Küstenort leider eher Normalität. So, noch eine Feder. Ja, das Leder haben wir aus den Schuhen gewonnen. Das kommt dann hier mit rein. Ja, den Holzbestand an. 9,4 Kilo, okay. Was kriegst du da noch rein? Das war's, alles klar. Nächstes Fach. So, Hertha. Komm mal hierher. So, bleib mal hier. Halt. Was war... Nein, du sollst mir nicht folgen. Was drücke ich gerade für Tasten? Was war die Taste für rauswerfen? Verdammt. Die 3-Taste natürlich. Mhm. Folgst du mir jetzt oder folgst du mir jetzt nicht? Du folgst mir jetzt, okay? Nee, du folgst mir jetzt nicht. Das ist eigentlich der Trick an der Sache. Ah, und Sirup, das ist ja lustig. Okay, das war's schon hier. Also schon in Anführungsstrichen. Ist gut was zusammengekommen, tatsächlich. So. Die Flasche ist leer, die Flasche ist leer. Ja, da kommen doch jetzt ein paar Flaschen zusammen. Krass. Dann haben wir noch einen Topf und eine Dose. Naja, toll. Okay. Was haben wir denn noch, was wir rauswerfen können? Warte mal, das ist ja... Ist das unser Zeug? Ja, im Prinzip schon. Nee, da geht ja nichts rein. Da müsstest du die 4 reinbekommen, oder? Also sind 5 Stück. Außerdem sind 6 Stück, nicht 5. Und nicht 4. Wir haben noch eine Dose. Dann haben wir noch eine Dose. Halt, stell die mal daneben. Und dann kommt das Öl auch erstmal hier rein. Die Kleidung. Ach so, ja, jetzt haben wir noch eine Socke mehr an, sozusagen. 2 Socken mehr an, okay. Die Wassertabletten, ja, da müssen wir mal wahrscheinlich mal einfach mal 4 Liter rohes Wasser kochen, damit wir die einfach direkt verwenden. Aber ansonsten war es das für heute, würde ich sagen, oder, Hertha? Wir werden jetzt nichts mehr großartig machen. Haben wir eigentlich, warte mal, wir hatten doch noch ein Lernbuch gefunden. Das können wir auf jeden Fall nutzen. So, dann gibt es jetzt einfach mal hier dieses extrem, ich weiß gar nicht, wie Kondensmilch schimmeln kann. Vor allem gezuckert auch noch. Keine Ahnung. Aber gut, ich hab... Oh, I feel like I'm gonna die. Gut, dann lernen wir halt jetzt nicht. Hm?
not sure why I feel so tired. Ja, unter den Umständen kannst du tatsächlich relativ schnell ins Bett dann. Schätze ich mal. Lebensmittelvergiftung. Ja, wir haben noch keine Pilztees gemacht. In der Brust, ah ja. Gut, aber trotzdem haben wir die noch, oder? 10 Stunden schlafen. Ja, das kriegst du ja eigentlich jetzt hin, oder? Warte mal noch eine Stunde oder so. Oder bis das Auge, ja, komm, völlig egal. My energy is just... Ja, du trinkst jetzt Wasser, Junge. Jetzt wird nicht gelabert, jetzt geht's einfach direkt ins Bett. Das müsste eigentlich auch von den Kalorien passen. Ja, das passt super. Gute Nacht. Okay, hast dich jetzt nicht komplett erholt. Okay. Gut, dann ist das halt so. Es klingt auf jeden Fall ruhig. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich mal jetzt um noch die restlichen Autos hier kümmern und Holz. Der Herr hätte gern was zu essen, ja. Das ist mir schon klar. Ach du Schande, da brauchen wir aber relativ viel Wasser, um die zu füllen. Achso, hier haben wir das Zeug rein. Na gut. Haben echt nur ein Lernbuch hier gefunden. Krass. Okay, es schneit weiter. Echt? Gibt's hier schon wieder Wölfe? Ja. Das ist schon zu lang her, als du sie getötet hast. Tja. Wir haben die noch nicht mal abgekocht. Meine Fresse. Würde mich fast nicht mehr wundern, wenn der Bär bald wieder auftaucht. Thank goodness. Was zu trinken. Ja, in meinem Handschuhfach habe ich auch Wasser. Das ist gar nicht so schlecht, Wasser dabei zu haben, weil kommt man mal schnell in eine Situation, wo man vielleicht mal was trinken muss. Halt. Gotta eat soon. Oder was essen? Ja, die Häuser haben wir jetzt abgegangen. Da müssen wir nicht nochmal durch. Sammeln hier nur fleißig weiter Holz. Ich hoffe, das wird jetzt nicht gleich wieder der nächste Blizzard. Es ist wieder relativ frisch tatsächlich, also. Ja, nicht so viel Unken, aber das wäre durchaus drin. Wenn man das darauf zurückführen mag. So, was haben wir hier? Keine Batterie. Okay. Wahrscheinlich haben sie es ein bisschen reduziert, weil du ja doch relativ viel Blei bekommst. Toll. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Rennfahrer, Sprayer und Revolvermunition. Da vorne liegt immer noch was. Ketchup-Chips. Nee. Trockenfleisch. Wir waren noch nicht fertig, Junge. Ja, Ordnung muss sein, Junge. Okay, gut. Da oben sind 2 Tannen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich komme allerdings so eher nicht zu klopfen. Haben wir auch ein bisschen gelitten durch die Nacht. Mit Lebensmittelvergiftung, da bist du am nächsten Tag eigentlich auch schon gut, noch immer noch gut angematscht. Ja, also Elch gibt es tatsächlich in der Küstenstraße für uns jetzt gar nicht. Was ein bisschen schade ist, aber so ist es halt. Was ist da ran, Junge? Wir sind im Windschatten. Ja, jetzt nimm doch den Ast. Toll. Doch, du hattest ihn gerade so. Nein. Doch. Gut. Das sieht tatsächlich nach Blizzard aus. Ich fasse es nicht. Krass. Gut, dann werden wir das wahrscheinlich jetzt einfach nur noch abwarten, bis er da ist. Na
Das weiß es wahrscheinlich nicht. Sag mal, hier waren wir doch schon dran, oder? Ja, ich erinnere mich. Ja, doch, das Auto war das, genau. Wo ist denn das andere Auto? War da vorne mit der Batterie. Was macht das Wetter jetzt? Die Temperatur sinkt weiter. Was? Can't feel my hands. Okay. Es klingt nach Bär, aber es ist es wahrscheinlich nicht. Die letzten Worte oder was? Wahrscheinlich. So, dann nimmst du das noch und dann kommen wir wahrscheinlich rein. Ja, ich fürchte. Junge, ich horche nach Bären, okay? Aber das scheint wohl eher die Quonse zu sein, die einfach nach Bär klingt, weil da ein Bär drin liegt. This gear is starting to slow me down. Tja, Junge, der Kram. Das ist schon reichlich viel Kram. Oh, Temperatur steigt wieder, echt? Ist ja nicht schlecht. Warte mal, dann machen wir das anders. Dann gehen wir weiter auf Holzjagd. Dann sieht das ja doch nicht nach Blizzard aus. Ja, das ist ja viel besser. Ach, jetzt dachte ich, da steht einer. Also hier kriegst du echt einen an der Waffe. Definitiv. Okay, dann lass uns noch mal darauf schlappern. Weil wenn das jetzt so warm wird, also guck mal, wir gewinnen wieder Temperatur. Ich schätze halt nicht, dass das jetzt an den Socken liegt. Sondern dass das jetzt einfach daran liegt, weil das jetzt gar kein Blizzard wird. Dann scharwenzeln wir mal hoch zur, wie heißt die, zur stillen Lichtung. Also ist der, ist es schon wieder weg. Aber da gibt es ja keinen Ton von sich. 0 Grad, das ist wieder warm genug. Der Hirsch kriegt auch nichts mit, das ist ja lustig. Ja, ja. Naja, müsst schon was zu essen finden. Ich bin ja nur auf der Durchreise. Da oben ist, das stimmt, da oben ist da eigentlich auch noch irgendwo ein Container rum. Stehen. Müssen wir mal gucken. Ja, diese Straßen hier, die gehe ich eigentlich relativ selten ab, tatsächlich. Eigentlich immer nur einmal. Was ein bisschen schade ist. Da fehlt halt ein bisschen schon der Reiz, dass man halt öfter hier lang geht. Man geht natürlich vorrangig da lang, wo es halt gangbare ist. Cool wäre es halt, wenn sie das Spiel Jahreszeiten implementieren würden. Weil das würde halt, da merkst du halt erstmal, welche Vorteile du vom Winter hast. Du siehst halt mehr, weil halt kein Laub da ist. Gut, jetzt sind das halt natürlich vorrangig Nadelbäume. So viele Ahorner gibt es ja nicht. Du kannst übers Eis gehen, weil das ist alles zugefroren. Die Tiere sind eigentlich vorrangig im Winterschlaf. Eigentlich. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber zumindest, wenn man es jetzt nur rein auf das gefrorene Wasser betrachtet, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, du könntest halt zum Beispiel hier nicht mehr übers, naja, Stilllichtung, du könntest nicht mehr einfach übers Eis gehen. Die Inseln wären zum Beispiel nur per Boot erreichbar. Wäre halt dann die Frage, führen sie dann noch so eine Bootmechanik ein? Wahrscheinlich nicht. Das ist, also sonst kannst du ja bis sonst wohin rudern. Oder du machst, da oben ist ein Schössling. Du machst halt einfach einen harten Cut. Gibt's ja auch so Spiele, die dich dann einfach zurück teleportieren, wenn du zu weit rausgehst.
Hallo? Nimm's doch einfach, Junge. Ich nur in die Nähe zeig. Ja, was hätte halt, was du halt dann spüren würdest, wäre das dann dieselben Tiere sich nicht mehr auf eine größere, so eine große Fläche wie hier auf dem Eis zum Beispiel verteilen, sondern also speziell jetzt die Wölfe, die müssten halt dann hier an Land. Ist ja klar. Ja, 45 Minuten, da müssen wir halt durch. Aber es wird hier warm. Und noch einmal. Da kriegt man auf jeden Fall genug Holz zusammen. Also es würde es halt dann den Platz sozusagen enger machen und du hättest halt weniger Möglichkeiten. Speziell, wenn man sich jetzt die Karte mal anschaut, wo du ja auf dem Eis mal sehr viel Ausweichmöglichkeiten hast, das hast du dann halt nicht. Natürlich, die Sache ist halt immer dann auch diese Übergänge zwischen Winter und Sommer. Wenn das Eis wächst, dann ist das ja nicht im Nu da, sondern es dauert halt. I'm so cold, I'm warming up again. Also wieder kalt geworden, echt? Weil du nass wirst, oder was? Nass. Ah, es wird dir wieder warm. Gut, im Windschatten reicht das bisschen Temperatur, was wir noch haben. Wie haben wir denn noch? 25 und 2 Grad Windschutz, echt. Das ist der Hammer. Da vorne ist der Container. Da oben gibt es, glaube ich, eigentlich nichts, oder? Das Seil könnte man eigentlich auch mal runterholen. Jetzt können wir auf jeden Fall hier erstmal ganz unbesorgt herumgehen. Ja, wir müssten mal gucken, was da oben eigentlich ist. Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube ja nichts. Du kannst da Wölfen begegnen. Ich glaube, das ist so das Einzige. Na gut, dann gehen wir mal rein. Dem Herren ist ja sowieso zu kalt. Na gut, da stehen Pfirsiche, Kekse, noch irgendwas zu essen. Das holen wir in der nächsten Folge. Dann können wir auch den Plastikbehälter mitnehmen. Da liegt auch irgendwas. Auf dem. Das sind Jeans. Okay, na gut, das ist jetzt nicht so hilfreich. Ja, das heißt aber immer noch, wir haben jetzt erstmal einen guten Schwung Holz dabei. Das sieht jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Das heißt, wir könnten uns eigentlich so langsam mal an die Koch-Action machen. Und ja, wir müssen natürlich dann auch noch das ganze Zeug aussortieren. Das könnte man eigentlich machen, während das die ersten Dinge auf dem Herd liegen. Da können wir mal eigentlich mal durchgucken, dass wir das Zeug ein bisschen systematischer sortieren und platzieren, dass man da ein bisschen den Überblick bewahrt. Weil momentan ist ein bisschen erstmal nur alles gesammelt und reingeschmissen. Wir müssen noch zu den Häusern Richtung Ort der Trostlosigkeit. Die müssen wir noch absuchen. Und habe ich noch was vergessen? Ich glaube ja nicht. Ansonsten heißt es natürlich, sobald wir fertig sind, machen wir dann eine Inventur draußen, kehren zum Anglerlager zurück. Dort müssen wir uns immer noch um den Schnaps kümmern. Ja, müssen wir einen Schnaps trinken, so Wodka oder sowas, oder eine ganze Weinbuttel mal reinexen. Mal gucken, wie der Junge da drauf reagiert, ob das irgendeinen Effekt hat oder ob das nur so, ich nenne es mal Gag ist. Ja, dabei. Nächste Folge geht's weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.